Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal waren wir mitten in Ciris Geschichte stehen geblieben, war ein ganz schöner Cliffhanger. Und zwar wurde der blutige Baron da oben drauf verfrachtet von, ich glaube, es waren Wyvern. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir hochkommen. Falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, übers I ist er verlinkt. Was haben wir denn hier drin? Ist noch eine Truhe? Ciri, dreh dich. Da, sehr schön. Okay, ich glaube, generell bringen die Sachen hier wahrscheinlich relativ wenig, die wir mit Ciri freispielen. Jetzt habe ich Angst zu springen, weil wir wissen ja gern mal, wie so die Sprungphysik in dem Spiel ist. Ich versuche auch gleichzeitig noch von meiner einen Festplatte andere Daten zu verschieben. Das heißt, ich hoffe, es kommt zu keinen Rucklern in der Aufnahme. Ich werde es aber beobachten. Es muss doch eine leichtere Möglichkeit geben als die, die ich gewählt habe, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die richtige ist. Wir können ja den Spielstand theoretisch laden. Ich versuche mal hier rüber zu kommen. Ah, guck mal, das hier sieht doch schon eher nach einem Ort aus. Huch. Da kommt eine Cutscene. Die Stelle hat bei mir auch leicht geruckelt. War aber ganz cool. Auch wenn es, wie gesagt, geruckelt hat. Eine coole Szene. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast. Ich werde das nie vergessen. Wir sind quitt, deshalb muss ich los. Ja gut, die Fähigkeit bedeutet ja, sobald sie nutzt, die wilde Jagd wird auf sie aufmerksam. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie los muss. Nicht dafür, dass es ihr nicht vergessen wird. Aber warum sind wir quitt? Wahrscheinlich, weil sie ihn verpflegt hat. Das meint sie damit. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Gut, zeitlich waren wir da natürlich schon. Sie stieg aufs Pferd. Aber so würden wir erfahren, wie es weitergeht. Und sie war hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redanian bewacht.
Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Aber sie ist nicht in Novigrad. Das habe ich überprüft. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Wir nehmen's mal an. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Interessant. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Oh. Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Die Geschichte hätte ich gern ausführlich. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Geralt hat ja auch keine Emotionen. Die gehen ja verloren, wenn man Hexer wird. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich es mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Wir versuchen's.
Aber ist schon ein bisschen komisch, wenn Geralt diese Kreatur nicht kennt. Ich halte das nicht für so ungefährlich dann. Gesandte und Männer des Weins. Was für eine Quest ist da ausgewählt? Also die nächste Quest, die ich gerne angehen würde. Achso, Blood and Wine, natürlich. Warum denn auch nicht? Wäre Skelligen? Dafür sind wir auch schon im Level dabei. Wir haben aber noch 2 Fähigkeitspunkte, die wir erstmal ausgeben können. Wir haben auch einen weiteren Punkt da unten. Ist ein rotes Mutagen drin, das heißt, was Rotes wäre natürlich praktisch. Wir können aber auch hier mal gucken, wie viel... Warte mal, wir bräuchten hier wahrscheinlich mehr, gell? 12, was heißt das? 12 Punkte hier drin? Oh ja, zusätzliche Punkte zur Freischaltung 2. Wirbel wäre halt ganz geil. Okay. Achso, da wurde gerade eine Datei fertig rübergeschoben. Deswegen kam die Maus rein. Ich habe mich schon gewundert. Wirbel wäre ganz cool. Aber das hier ist Zerfleischen ist auch geil für schwere Angriffe. Für die Chance auf kritische Treffer, ja, kann man auch mal nehmen. Ich schlag tatsächlich nicht so häufig mit dem schweren Angriff zu, aber ja, Schaden kriegen wir auch ein bisschen. Beim Ziel mit Armbrust, nee, Armbrust ist jeder Bolzen, der trifft, nee. Wenn die Vitalität auf Nussings werden sofort verbraucht, dann müssen wir dafür, hängt von der Anzahl der verbrauchten Adrenalinpunkte ab. Das ist eigentlich auch ganz nahe unsterblich. Wobei, so häufig sind wir ja nicht gestorben. Also, ich erinnere mich noch an den Typ in der Mine, den können wir langsam mal angehen. Aber ich nehme erstmal das mit, pack das Teil hier runter und gebe noch den 2. Punkt da rein. Dann können wir das nächste Mal Wirbel. Vielleicht kriegen wir ja dann das hier frei. Dann könnten wir das rübersetzen und hier nochmal Wirbel reinmachen. Gibt nochmal ein bisschen mehr Angriffskraft dazu. Aber wir gucken jetzt erstmal generell, wie viel Müll haben wir denn dabei? Inventar. Ah, nein. Ich drücke immer die falsche Taste. Da können wir mal verkaufen, würde ich sagen. Oh ja, da können wir auf jeden Fall mal verkaufen. So, wir sind ja hier direkt beim Meister Schmied. Mit dem haben wir ja auch dann bald was, weil dafür müssen wir ja auch nach Skellig. Warum habe ich jetzt 200 Erfahrungspunkte bekommen? Ach, wegen der Quest Familienangelegenheiten. Ja. Was hast du im Angebot? Und wir haben das verbesserte Wolfssilberschwert gefunden. Da muss ich dann auch mal gucken, ob wir das nicht gut nutzen können. So, ich denke jetzt bei den Blauen wird nichts Besseres dabei sein. Ich gehe die noch durch. Blau könnte man im Notfall, würde ich sagen, noch anlegen, aber diese hier nimmer. Selbst wenn sie besser sind, dann lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht. Aber so machen wir mal ein bisschen Geld. Der hat auch gut Geld dabei, also... Vielleicht können wir noch eine bessere Waffe sogar verkaufen bei dem. Aber erstmal ein bisschen Platz schaffen. Was war das? Ein Rüstungsschmied, gell? Waffenschmied war dann in Novigrad. Da müssen wir auch mal die Quest machen. Aber ich glaube, die war ziemlich hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon das Level für haben. Können wir eigentlich gleich mal nachschauen. Weg. Weg. Das wollte ich jetzt nicht verkaufen. Ich weiß zwar nicht, was es war, aber... Potenziell erstmal nicht verkaufen. Ich hoffe, es war nichts Besonderes. Verkaufe ich diese bayerische Rüstung? Generell, wie sieht es hiermit aus? Die ist schlechter. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ich würde gern. Ah ja, hier. Oh, die ist besser. Warum habe ich die nicht an? Handwerk. Reparieren. Müssen wir da was reparieren? Oh ja, das hier vielleicht. Verwendete Ausrüstung reparieren. Warum steht da 285? Ach, für die ganze? Ja gut, können wir mal machen. Das haben wir ja gerade eingekauft. Jetzt lass mal kurz Handwerk. Verbesserter Katzenhandschuh, dafür brauchen wir erstmal die normalen. Aber die wären nice. Angriffskraft steigert das auch nochmal. Ich müsste mal schauen, wo es die Sachen gibt. Verbesserte Katzenhose. Wahrscheinlich haben wir dann auch das verbesserte... Nee, das ist die Kriegslederjacke. Die haben wir, glaube ich, gell? Ach, das war... Ah, das bayerische Ding konnten wir uns herstellen. Oh, die könnten wir uns herstellen. Die ist besser. Gibt halt keine Vitalität dazu. Aber ich weiß
Bei dem Wert plus 22 kann man nicht. Ich denke mal drüber nach. Ach so, der Typ war ja. Ja, ich bin ja dumm. Der war ja gar kein Waffenschmied. Jetzt guck mal, wie viel hast du noch? Du hast noch ein bisschen. Das heißt, wir könnten. Will ich die Waffen verkaufen? Sie nehmen ja eigentlich keinen Platz weg. Darum lassen wir es mal. Aber wir brauchen mal unbedingt einen guten Waffenschmied. Wobei, sogar der in. Ging der nicht in Novigrad sogar? Wir müssen ja eh nach Novigrad. Da können wir mal gucken. Aber ich wollte mal kurz gucken, die Quest. Für den Waffenschmied. Im Schatten des ewigen Feuers. Ach, das war der Typ. Meisterlicher Rüstungsschmied. Und der. Ja, das war 24. Sind wir nicht weit von entfernt? Ja, ich werde bis 20 schon mal warten. Hat schon einen Grund wahrscheinlich, warum Skelligen Stufe 16 hat und das 24. Dann gehen wir mal hier hin und gehen aber trotzdem mal zu dem anderen Rüstungsschmied. Ich glaube, der konnte nämlich auch Waffen schmieden. Ich weiß dann gar nicht, wofür man die legendären braucht. So, erstmal laden und ich habe wieder die falsche Renntaste. Boah, ich muss aber sagen, das Ding sieht einfach schön aus. Muss man auch mal sagen, also wir spielen ja das Ganze schon in dem HD Remake, nee, Next Gen Upgrade. Das Spiel sah vorher schön aus und tut es jetzt immer noch. Das ist schon grafisch ganz, ganz große Klasse. Aber es gab jetzt so ein Spiel, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Da dachten viele, das wären echte Aufnahmen einfach. Da musste der Entwickler zeigen, wie er das Level zusammengebaut hat. Das war so ein, mit so einer Actioncam gefilmt, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Das war, da bin ich gespannt, wie Spiele so in 10 Jahren aussehen. Das wird heftig. Beispielsweise dann das nächste Skyrim. Da glaube ich, können wir uns auf echt krasse Sachen gefasst machen. So, verbessert es. Oh, wir haben nicht das normale Wolfsilberschwert, das ist schade. Monster-Ei. Die können wir kaufen. Hm. Stahlwaffen wahrscheinlich auch nicht. Nee. Level 2, das ist viel zu schlecht. Ich muss mal gucken, wo die sind. Dann könnte man mal, kann ich die mal raussuchen vielleicht und dann kann man mal in einem Party schnell abgehen. Aber das wird ein bisschen. Das mache ich erst, wenn ich mit der Aufnahmesession hier fertig bin. Was? Siehst käsig aus. Hast du Wer hat hier gerade gesagt, danke Geralt? Naja, wir gehen mal zu den Docks. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es noch, nach Skelligen rüberzusetzen. Aber dafür brauchen wir ein Schiff. Finde ein Schiff nach Skelligen. Hallo. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Ist mir eigentlich relativ egal, solange ich rüber nach Skelligen komme. Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Na gut, kann ich verstehen. Aber das hilft uns natürlich nicht. Jetzt lasst mich mal kurz auf die Karte gucken. Okay, hier kommt ein Steg. Okay, man kann die alle zu Fuß erreichen. Ich habe jetzt die Angst gehabt, wir müssen... Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Wir müssen ins Wasser springen. Aber das ist nicht der Fall. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Schiff. Ich weiß nicht, ob man alle Schiffe abklappern muss oder ob es immer ein festes Schiff ist oder zufällig oder wie oder was. Aber schauen wir mal. Hallöchen, das Schiff sieht schon mal fertig aus. Fertig zum Ablegen. Da ist keiner. Wahrscheinlich da unten in der Kajüte. Schlüssel notwendig. Hm. Das ist jetzt irgendwie... Hallo, Herr Seemann? Das nennst du Leben, Hexer? Ja. Captain, keine Ahnung. Säuft bestimmt irgendwo. Der hier? Der Hexenjäger? Ich langweile mich so, dass ich kotzen kann. Was?
Captain? Keine Ahnung. Säuft bestimmt irgendwo, wie immer. Okay, irgendwie wird das Schiff jetzt gar nicht mehr markiert. Gehen wir mal zu dem anderen Schiff. Vielleicht wird es dann wieder markiert. Säuft irgendwo, dort, lol, plötzlich ist einfach da. Könnte natürlich auch bedeuten, wir müssen den erstmal finden, wie in... Wo musste man einen Captain finden? Paper Mario. Paper Mario und die Legende vom Äonentor. Dieser Bombomb. Ach ja, es ist schön, wenn man Spiele kennt. Wer das Spiel kennt, echt tolles Spiel, aber schon sehr alt. Da ein Remake, das wär's eigentlich. Generell Paper Mario ist echt eine coole... eine coole Reihe. Ein Wunder, dass du überhaupt wiedergekommen bist. Hallöchen, Kapitän. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich müsste nach Skellige. Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Hm. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Sehr nett. Sehr, sehr nett. So 100 Meter, das schaffen wir. Dann müssen wir den tatsächlich finden. Ich habe nicht damit gerechnet tatsächlich, dadurch, dass das von der Karte verschwunden ist. Aber gut zu wissen. Ich denke mal, das ist der Eingang. Hallöchen. Hinter der Kneipe ist keiner. Dann würde ich sagen, kämpfen wir einfach mal mit. Hey, darf ich mitkämpfen? Hallo? Okay, hier ist der Richtige. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Okay. Ich setze jetzt mal ein... Ist das... Gehört das zur Quest? Ja, ich kämpfe gegen diesen... Setzen einfach mal 40. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock. War das der, den wir jetzt gesucht haben? Nee, Flachmann, sollten wir doch sagen. Solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen. Solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Nee. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Möge Geralt gewinnen. Au. Warum darf der... Oh ne. Lass mal. Oh, wir müssen erst immer diese komische Leiste da abloppen, damit wir ihn jetzt hier richtig verdreschen können. Danach ist gar keine Herausforderung mehr. Kann der Typ da mal weggehen? Also diese kleine Leiste unter seinem Leben, falls sich manche fragen, welche Leiste ich meine. Und ich würde sagen, das war es. Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist ein Preis. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armen. Okay, dann wissen wir jetzt, das gehört zu der Questreihe. Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsen. Das ist dann fliegende Fäuste. Novigrad. So, hallo. Ach, das ist der Captain. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann.
Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Okay. Hast genug Geld? Wie viel bitte? Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. Boah, 1000. Du siehst blass aus. Boah, ja. Aber dann würde ich sagen, warte mal. Jetzt hier hoch, gell? Ja. Tauschen wir erst unsere Sachen mal bei dem Zwerg. Glaube ich, war's. Der Typ von der Bank, wo wir eben den Kredit uns holen können. Schauen wir mal, was der so sagt, beziehungsweise wie viel wir jetzt im Abenteuer erlootet haben. Was kann ich für dich tun? Ich würde gern tauschen. Ich würde gerne ein... Da bist. Sehr schön. Und wir kriegen 200. Wie viel haben wir denn? Was würde man denn machen, wenn wir... Also wir haben es... Ja. Aber eigentlich wollte ich das Geld für irgendwas anderes benutzen. Nicht einfach so, um nach Skelligen zu kommen. Schon, ich glaube, wenn man gar nicht mal so viel lootet, ist das für eine Hauptquest echt eine Menge Geld. Wenn man bis dahin 1000 zusammenkriegt. Vor allem, wenn man manchmal sich auch gerne was im Shop kauft. So, nehm's. Vielleicht können wir es zurücklooten. So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Aufgrund der Partlänge machen wir das dann anders. Mach ruhig. Aber segelt... Was? Wir haben die noch gezahlt. Warum ist das noch da? Was machen wir denn noch in den paar Minuten? Spiele gegen die einzigartige Karte. Hier ist das mit dem lass dich vom Arzt informieren. Je nach Einbruch der Dunkelheit an die Docks. Können wir eine große Quest machen? Sprich mit der Witwe. Nee, haben wir noch irgendwas? Wir können mal kurz gucken. Stimmt, Alchemie. Da haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Erscheinungsabsurd. Absurd. Natürlich, nicht absurd. Absurde können wir 4 herstellen. Tränke können wir gar nichts. Wir brauchen noch irgendwie so eine Arenaria. Vielleicht kann man die kaufen. Verbesserte Golden. Öle. Oh ja, wir können aber ein paar Öle machen. Ah, da reichen 4. Okay, das hier braucht schon mal gar nichts von den beiden. Verbessert das. Nekrophagenöl, dafür bräuchten wir eine von denen. Gegen Geister, gegen Humanoide und Bestien. Ich würde fast das hier machen. Jetzt da können wir gerade gar nichts herstellen. Nun ja, dann würde ich sagen, machen wir den Part einfach ein Stückchen früher. Also machen wir ein bisschen früher Schluss. Und beim nächsten Mal beginnen wir direkt den Part damit nach Skelligen überzusetzen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.